Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zelda The Minish Cap. Ich habe mittlerweile auch mal rausgefunden, wie es weitergeht. Und zwar gibt es hier so eine tricky versteckte Superhöhle. Ja, ich wollte gar nicht speichern. Ich wollte die Einstellung speichern. Und die ist hier. Deswegen gehen wir da rein. Jetzt müssten wir aber noch irgendwie unser Schild ausrüsten, weil hier nämlich gleich so ein kleiner Steppke auftaucht, der ich glaube auf uns schießt. Jo. Na? Na, komm, komm, schieß. Schieß. Buff. So. Jetzt können wir von dem hier, nämlich Coolio, genau, eine Flasche kaufen für 20 Rubine. Und die haben wir ja sowieso mal eben in der Portokasse. Daher klappt das. Hoffe ich. Mal. Jo. Give me. Die brauchen wir nämlich für einen weiteren Spielverlauf. Ist mir mal so aufgefallen, nachdem ich im Internet geguckt habe, warum ich nicht weiterkomme. Weil ich bin hier wirklich wie ein Idiot langgerannt, hat aber die Tür da unten nicht gefunden. Und dieses Problem habe ich jetzt gelöst. Deswegen können wir auch weitermachen. Ich glaube, wir müssen hier irgendwo, Moment, erstmal die Flasche ausrüsten, glaube ich. Give me. Ja. Und jetzt hab ich Wasser an der Flasche. Boah, geil. So, hier kommt. Kippt ruft da. Und das schon mal super. Jetzt können wir noch ein bisschen mehr Wasser mit. Ja. Ich habe Wasser aus dem Fluss. Ich freue mich total. So. Wow, nee, so nicht. So. Jetzt können wir nämlich endlich hier hochgehen, wo wir noch nie im Leben zuvor waren. Also ich nicht. Und diese Dinger. Hallo. Zecken oder so. Bäh. Weg da. Oh ja, und ein Stein und noch so ein Ding. Ja, stirb. So, Achtung, Stein. Ja, ich hätte es nicht gemerkt, danke. So, komm, er hier. Vielleicht droppst du was. Ja, auch nicht. Oh, doch, doch. Gib mir den einen Rubin. Yeah. So, hier ist nochmal so eine coole Mach sie kaputt Höhle. Und ich glaube, wir haben mal gar nicht mehr so viel Bomben. Explodier schon. So, Rinder. Eine Fee. Ich glaube, die können wir vergessen, ist egal. Weil wir die Flasche nämlich noch brauchen, um gleich diverse andere Sachen zu erledigen, wie Bäume gießen. Was ist das hier? Also, au! Was zum Teufel! Komm, aufladen hier, super Schlag. Ja, das ist gut funktioniert. Oh, fuck, ey. Entschuldigung. ja. Okay, ich bin noch nicht so tot, wie ich dachte. Ich verliere gar nicht so viel Herzen, das ist nicht so schlecht. So, komm her, Knilch, du. Ja, du auch. Komm her. Und ja. Oh. Ja, lass das. Weg, weg. So. Da ist ein Wirbelsturm. Schön, schön. Und hier ist ein Stein. Und hier ist noch ein Stein. Und hier ist gar nichts. Wieso ist hier gar nichts? Naja gut, hier ist gar nichts. Okay, alles klar. Gehen wir weiter. Und zwar nach links. In den Wirbelsturm. Nicht in den Wirbelsturm. Da ist ein grünes Ding. Ein rotes Ding. Ein Blub. Oh, der ist schon wieder. Oder ein anderer. Au! Verdammt nochmal! Na komm her. Boinsch. So. Ja, ja, ja. Bla, bla, bla. Ja, ich denke, das machen wir mal. Weil wir nämlich gerade unsere ganzen Bomben weggeworfen haben, wie doof. Jupp, jupp, jupp. Immer gerne. Wie viel habe ich denn jetzt? 10. Also Maximum von 10. Auch ist okay, kann man nicht meckern. Und ein Glücksfragment. Joho. Ich weiß gar nicht mehr, wofür die gut waren. Ich habe das hier zu lange nicht mehr gespielt. Aber es kommt alles, das kommt alles. Und hier brauchen wir auch schon die Bomben. Ja, das war das Schild, danke. Das ist die Bombe. Los, ok, ok. So, ich rüste mal lieber das Schild wieder aus, das ist schön. Schöp, 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 schöp. Und Fliegenpilz. Was macht der? Ach, das war ein... Ah, ich weiß schon, was hier... Ja, ja, okay, alles klar, ich weiß. Magischer Krug und so. Nee. Ziehen. Ja, okay. Das geht auch. Wow. So, guten Tag. Ich weiß gar nicht, warum ich lieber auf Teufel komm raus umhauen muss. Ich glaube, ich mag die einfach nicht. So Gegner. Spitzmaulratten.
Ohne die Eisenmaske, bla bla bla. So, das. Hier kommt Gefähr. Ja, cool. Komm her. Kommst du wohl in meinen Staubsauger rein? Tschung. Na. Okay, jetzt habe ich mich da vorne dran und bounce. Fliegt da eine Wand. So, jetzt darf ich stören kriegen. Hm, nix drin. Geil, geil. Na komm. Komm, komm. Jo. Aber ein Rubin für uns und schon wieder so ein kleiner komischer Masken-Oily. Vom. Das funktioniert hier nicht so, wie ich das möchte. Stimmt. Nicht. Also, kommst du jetzt hier? Ja. Ja, er trifft uns. Natürlich. Das war so klar. Und noch ein paar mehr Bomben. Das ist immer praktisch. Und jetzt sind wir hier. Ach, jetzt sind wir bei dem Ding. Warte mal, wenn wir jetzt aber hier sind und gleich wieder runter können, nur Worms. Oh. Hm, aha. Jetzt fällt es mir wieder ein. Hm, Kindchen, wir sollten von oben in diesen Wirbelwind springen. Nee, habe ich nur gute Einfälle oder nicht? Geht so. Ach so. Oh, wir können fliegen. Das ist ja. Muss ich das lenken? Ich glaube nicht. War's das jetzt? Jo, das war's jetzt. Super. Okay, ich. Verdammt. Ich glaube, ich muss das lenken und dann nach links. Hätte er mir auch mal sagen können. Oh, den ganzen Weg jetzt wieder zurück. Nimm die Treppe. Und gehen wir einfach mal weiter. Dum, 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 dum. Mal sehen, wie oft wir noch versagen. So, jetzt aber hier reingehüpft. Und nach links. Nach links. Ja, ja, super. Okay, in den. Ja. So ist richtig gut. Oh nein, die schon wieder weg. Kann ich hier mit irgendwas machen? Nee. Bäh. Stirb, stirb, stirb. Komm her. Komm, 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 komm. Komm, tschack. Wow, kaputt. So. Moment. Ah, okay. Das ergibt nun Vision Sinn. Wenn wir uns denn richtig rum ausrichten. Wofür ist das? Was macht das? Was soll das überhaupt sein? Ich hab keine Ahnung. Gehen wir weiter. Aber jetzt können wir den Weg freilegen. Oh, Staubsauger. Oh, da habe ich irgendwas eingesaugt. Das war rot. Ach, so eine Biene da. Sind die böse? Ja. Die ist doch wirklich alles böse. Na. Geheimnis. Way. Okay, ich würde mal sagen, da schmeißen wir eine Bombe drauf. Und ja, mehr oder weniger ist sie da drauf. Könnte. Nee, könnte nicht. Kann ich einfach. Nee. Stell die. Ah, okay. Los. Mach Kambu. Ja. Das hat's gebracht. Wofür ist das? Was ist das für ein Loch? Weiß es nicht. Kann ich niemandem sagen. Okay, hier ist aber auch auf jeden Fall nur irgendwas im Sand versteckt. Und zwar ein Stein. Ah, Moment, jetzt, okay. Das ist so ein Zwergenstein. Mit dem ich mich in Minish verwandeln kann. Nach endloser Zwischensequenz. Mach hin da, du Kasper. Okay, ich muss die Taste drücken, war mein Fehler. Mal zur Abwechslung. Zur Abwechslung mein Fehler. Ah ja, schön. Schöne Sequenz, ja. Ja, sieh zu jetzt. Ich weiß, danke. Okay, tschüss. Und jetzt können wir nämlich vielleicht, wenn ich. Ja doch. Hier rein. Und ihm erstmal seine Kiste klauen. Ein Glücksfragment in Rot, yay. So, den stört das auch nicht. Gongo-Bohnen brauchen Wasser, damit sie wachsen. Die blauen Bohnen wachsen, wenn du sie mit Wasser begießt. Die grünen Bohnen wachsen, wenn du sie mit Gongo-Wasser begießt. Gongo-Wasser ist grün und ist nur am Gongo-Berg zu finden. Es entspricht in der Nähe des Eingangs zum Gongo-Berg. Rababa, rababa. Coole Sache. Kleiner Mann. Ja, das war auch schon alles hier. Tschüss.
Okay, grüne Bohnen wachsen, wenn ich sie mit normalem Wasser begieße. Blaue Bohnen. Blau, waren das blaue? Grüne? Ich weiß es jetzt schon nicht mehr. Oh, hier können wir auch noch rein. Ach so, das sind. Ja. Muss man wissen. Das sind diese kleinen Fliegen von eben, die ich eingesagt. Diese kleinen Fliegen von eben, die ein Herz oder ein Viertelherz oder so gegeben haben, nachdem ich sie eingesaugt habe. Jetzt ist die Frage, funktioniert das auch, wenn ich Kleen bin? Nicht so. Ja, doch ein bisschen. Und hier darf ich wahrscheinlich auch nicht drin. Das ist immer so schwer hier abzuschätzen. Oh, hier ist was. Blaues Glücksfragment. Die waren für irgendwas gut. Die muss man irgendwo abgeben, um irgendwas zu kriegen. Also quasi irgendwas für irgendwas. Schon gut zu wissen. Ich glaube, ich verliere kein Herz, wenn ich hier runterfalle. Doch. Toll. Und ich komme nicht mal zum Eingang. Das war so unsinnig, dass ich schon wieder bereue. So, jetzt müssen wir, glaube ich, die grüne Bohne da links mit dem noch übrigen und von mir in weiser Voraussicht gesammelten Wasser. Man könnte auch sagen, ich habe es gelesen, aber das wäre eine böse Unterstellung. Gießen. Nachdem ich diesen Todespfad mit diesen Schmalzfliegen hinter mich gebracht habe, oder Fruchtfliegen oder was das sein soll. Da habe ich schon mal drüber gerätselt, aber in meiner Erinnerung, oh, dicke Bohne, hallo. Okay, jetzt ist die Frage, waste ich mein Wasser oder funktioniert das? Los, gieß die Bohne. Satz gebracht, super, so. Hammer. Oh Mann. Jetzt muss ich wieder zurück, ne? Sheet. Naja, egal. So, Biene aus Rache töten. Und, okay, muss ich jetzt klein... Nee, ich komme hier gar nicht hinter, weil ich nicht über diese Huckel kann. Was ist das hier für ein Loch? Okay, das ist ein Todesloch. Oh Mann, ich verliere mein ganzes Leben einfach nur durch Schwachsinn. Ja, komm, mach mich groß da. Du Schinken. Ja, das Let's Play wird noch einige Jahrhunderte in Anspruch nehmen, bis ich das irgendwann mal... Ey, du willst mich jetzt veräppeln, komischer Todessand. Ach, grüne Bohnen, Mist! Waren das grüne? Rote Bohnen brauchen? Ich weiß nicht, welche Bohnen hier welches Wasser brauchen. Das ist mir auch zu komplex und überansprucht nicht. An so einem Freitagabend. Das boxen jetzt übrigens irgend so ein Kerl. Wer ist denn das? Ich gucke jedenfalls Satz 1. Georgina hat verloren. Und ich kann den gerade nicht identifizieren. Sieht aus wie der, der in meinem Dschungelcamp war. Okay, anderes Thema. Weiter hier. Und wieder zurück. Das funktioniert nicht ganz, wie ich mir das vorstelle. Okay, ich denke, wir brauchen jetzt erstmal Gongol was. Oder machen hier... Haben wir das hier schon freigemacht? Ja, ne? Ich glaube schon, da unten waren wir schon. Da waren wir auch schon. Dann gehen wir einfach nochmal da runter. Ich bin hart überansprucht. Mit all diesen Sachen. Moment. Was? Achso, nee, den Knopf. Hier geht es weiter. Aber ich weiß nicht, wohin. Aber das hier sieht schon verdächtig. Ja, super verdächtig. Oh Mann, das sieht da gar nichts aus. Hier ist überhaupt gar nichts. Nicht mal so ein bisschen was versteckt. Dieses Spiel ist so viel zu schwer für mich. Ich kann es nicht fassen. Oh, hier gibt es grünes Wasser. Wow. Okay, wie komme ich da hin? Da muss ich das und okay. Und da komme ich doch nicht durch. Was soll mir das denn hier anzeigen? Ne. Ne, 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 ne. Home. Okay, blaue Bohnen brauchen blaues Wasser. Grüne Bohnen brauchen grünes Wasser. Haben tue ich nichts von beidem. Deswegen nehme ich jetzt erstmal nochmal blaues Wasser mit. Und einige werden wahrscheinlich den Kopf schütteln, weil ich mich hier so dermaßen anstelle. So, erstmal wieder den nützlichen Blasebalg ausgerüstet und hier wieder hoch. Wie kriege ich denn die Stadt denn da kaputt? Wo muss ich überhaupt kaputt kriegen? Ich weiß es nicht. Okay, da gibt es grünes Wasser, aber da waren wir eben schon. Moment, so. Hier lang. Dann da runter und immer weiter. Lustig, lustig und so weiter. Trot, 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 trot.
Ach, nee. Nee, nee, doch nicht. Ist ja was. Ich lege mal eine Bombe hin. Könnte was sein. So. Und des Weiteren nehme ich jetzt meinen magischen Krug. Und ja, natürlich. Ja, nee, ist ja, ist klar. Okay. Grüner Schmodder. Immer noch roter. Ich hab's mit Farben nicht so. Okay, das hier müssen wir schätzungsweise, kann man es anheben oder? Nee, das muss man sprengen. Das sprengen wir, gehen derweil da rein, machen uns kleiner und sind sogar ohne Zwischensequenz klein geworden und haben natürlich die Bombe voll in Sand gesetzt. Ja, wir müssen wieder größer werden, um die Bombe zu setzen und das während wir groß sind. Schön. So, jetzt kommen wir hier nämlich durch. Klein natürlich. Nehmen schon mal das Wascherglas in der Hand. Machen uns klein. Und ich kann das skippen, deswegen dauert das jetzt nicht mehr so lange. Und hier sind tödliche Braskäfer. Keine Ahnung, ach, geht weg. Kann es mich jetzt damit zu kloppen und wieder Herzen zu verlieren? Wupp. Na. Okay, da war was. Da skippen wir aus. Nehmen das Grüne mit. Yay. So, dann kann man hier rein. Okay, hier steht man noch nicht, aber hier ist nichts. Das lässt uns... Verdammtes Käferdingen. Erstmal wieder zurückgehen. Ich glaube, es war hier irgendwo eine Höhle mit Feen, die ich jetzt aber verdammt nötig habe. Nachdem ich dann jetzt doch nur noch 2 Herzen habe und so ein Viertel. Oh nein, nein, geht weg. So. Obwohl, waren da Feen oder war das eben, als ich... Also, nee, jetzt habe ich nicht das grüne Wasser ausgegeben. Auch bin ich blöd. Oh, ich dachte, ich habe den Blasenbalg ausgerüstet. Oh, verdammt. Jetzt müssen wir... Oh, ja. Tut mir leid. Also, das machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Das war das Wasser dann da oben auf diese kleine Bohne kippen und dann doch endlich weiterkommen. Nach 15 Minuten, was andere Leute in 5 machen. Und Björn natürlich. Geh weg. Oh Mann, was ist das für ein schmächtiges kleines Schwert? So, jetzt hebst du das auf. Ja. Und wir rüsten jetzt auch tatsächlich den Blasebalg aus, um endlich dann mal weiterzukommen. Es wird auch langsam Zeit. Also, so ist es nicht. Hier wieder groß machen. Und wer zum Teufel boxt da denn jetzt? Immer weiter Richtung Bohne. Aber müssen wir erst wieder dieses Hutspiel machen und das dauert jetzt wieder so lange. Wir müssen erst durch den Tunnel mit diesen komischen Mäuse. Und dann da hinten links hinzukommen. Ach nee, hier sind gar keine Mäuse. Doch, hier sind Fledermäuse. Quasi eine Maus. Mit Flügeln. So. Daniel Aminati gegen Murat Marashi steht da. Ach nee, das kommt gleich. Und wir sind immer noch nicht rüber. Oh Mann, Leute, das gibt's doch nicht. Jetzt aber, ne? Ja, oh, sieht gut aus. Ach ja, und diese komischen Rattenviecher mit ihren Todesschnäbeln. Und der hat mich zum Glück nicht getroffen, weil ich aus Versehen richtig gegangen bin. Und jetzt können wir hier lang. Wir müssen jetzt nach links oben lenken. Links oben, links, ja, so ist gut. Komische Mütze fliegt. Yay! So, und jetzt können wir, ich glaube, hier hoch, ne? Ich glaube, das war hier. Ja! Oh, sehr gut. Oh, das war vielleicht jetzt ein bisschen laut. Ein bisschen. Und sieh zu, dass du klein wirst und ich diese verdammte Bohne da endlich gießen kann, um ein bisschen weiter zu kommen. Boah, der große Staub ist unpassierbar. Wir brauchen unbedingt Herzen. Wir sind ziemlich down. Wo sind denn hier mal Gegner, die welche droppen könnten? Nirgends. Ja, gut. Okay, wenn das jetzt nicht klappt, dann habe ich aber keine Lust mehr. Los. Wieso hat das jetzt nicht... Du Blöde! Bohne. Kann ich irgendwie mitnehmen? So ansaugen oder so? Och, Leutens. Wofür ist das gut? Wofür liegt die denn da, wenn man die nicht gießen kann? Das macht überhaupt keinen Sinn. Hm.
Ja, gut. Gut, gut. Das hat nicht funktioniert. Ich komme da auch nicht durch. Das ist großartig. Was waren jetzt mal hier oben? Da war nur dieses komische Teilchen. Gut, das beim nächsten Mal. Ich mache jetzt hier erstmal eine Pause und muss mal überlegen. Und diesmal überlege ich wirklich und lese ich einfach nur, was wir hier machen können und warum diese Bohne nicht wächst. Das regt mich tierisch auf. Verstehe es auch nicht. Obwohl, wir können noch eine Sache versuchen. Eine Sekunde. Wir sind so langsam. Sieh zu, jetzt Kiste hier. Kiste Stein. Und auf. Und da. Warum? Warum tut ihr das? Ich weiß immer nicht, was das ist. Spinnnetz oder so. Ja, das funktioniert auch nicht. So, wir sehen uns hier nächstes Mal und dann hoffentlich mit einer Lösung. Bis dahin, ciao, ciao und auf Wiedersehen.